Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Sims. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ah, Alex muss gleich arbeiten. Und Jenny geht jetzt auf Reisen. Zusammen hier hingehen. Reisen mit Mariandos. Und ja, das war's eigentlich. Du wirst Mariandos dort treffen. Sehr schön. Okay, dann gehen wir hier rein. Wir wollten ja in dieser Folge das Museum ausprobieren, das wir in der letzten Folge gebaut haben. Und das ist ein Froschmuseum, um Jenny einen neuen Lebensabschnitt zu gönnen. Dass sie das Lebensziel mal erreicht hier in der Kreativität. Drei Gemälde in einem Museum betrachten und wir gehen einfach mal hier rein. Das sieht sehr merkwürdig aus. Ist das hier so Ansehen? Und wir gehen mal eine Etage runter. Wie sieht's denn hier aus? Ah, es ist schon so ein bisschen gruselig. Ein bisschen gruselig. So, da kannst du hier so ein bisschen, ne? Kannst du das noch ansehen? Hat das jetzt was gebracht? Nee. Weißt du, du sollst die Sachen hier ansehen, aber irgendwie. Reise mit Hilfe und klicke auf Gemälde, um sie zu betrachten. Ja, dann betrachte die doch. Funktioniert aber irgendwie. Oh, guck mal, Erik ist da. Was für ein Zufall. Das ist aber ein schlechtes Museum, scheinbar. Sollst nicht quatschen, du sollst dir das Zeug ansehen. Was ist los mit dir? Kriegt sie nicht gerechnet, dass sie hier ist und sich das Zeug ansieht? Das ist aber sehr schade. Finde ich jetzt ein bisschen blöd, ne? Vielleicht kriege ich es auch gut geschrieben, wenn ich das Museum wieder verlassen habe, keine Ahnung. Wäre jetzt aber blöd, wenn das jetzt so einfach. Ach, guck mal, hier bin ich ja fertig. Sag doch was. Bücher. Lesen. Etwas Könner. So. Reise mit Hilfe der Weltkarte zu einem Museum und klicke auf Gemälde, um sie zu betrachten. Was ich auch tue, aber ich kriege es trotzdem nicht gut geschrieben. Ich glaube fast, da ist irgendwas falsch. Da funktioniert irgendetwas funktioniert da nicht richtig. Vielleicht wird das Ganze nicht wirklich als Museum betrachtet. Keine Ahnung. Die Musik gerade. Cool. Nun gut, dann machen wir uns wieder auf den Heimweg. Weil, was soll der Quatsch? Wenn es nicht funktioniert, bleibe ich jetzt nicht noch stundenlang hier in dem Museum drin. Ist ja dann auch Blödsinn, ne? Aber wie gesagt, vielleicht kriege ich es ja jetzt gut geschrieben, wenn ich dann zu Hause bin.
Ladebildschirm. Und? Tinova. Ich hab's nicht gut geschrieben bekommen. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr unhöflich, wohlgemerkt. Dann zeichne doch mal. Zeig mal, wie das funktioniert. Realistisches Bild malen. So, bitteschön. Alle rennen Richtung Heimat. Alex ist arbeiten. Dom ist zu Hause. Was ist mit ihm? Er muss zwar... Ach, guck mal. Guck mal, der hat ja schon seine 3000 zusammen. Na, das ging jetzt aber schnell. Was wollten wir bei ihm machen? 3000 war... Antiseptisch, Beziehungen... Was? Sims mit Beziehungen beginnen jede Karriere mehrere Level höher. Achso, Beziehungen. Okay, nicht mit... Ist es nicht mit Liebesbeziehung, sondern Beziehung zum Chef zum Beispiel. Okay. Fruchtbar? Nee. Der Küsser beim Küssen und Vermehren... Sorglos, nie angespannt. Nee. Nee, nee, nee. Unabhängig. Unternehmerisch. Komm, wir lassen es noch. Wir laden noch ein bisschen bis 4000. Ab 4000 wird es interessant. Mit lernen alle Fähigkeiten schneller. Das wäre doch eher was für den Dome. Oder Profi-Faulenzer. Das könnten wir natürlich auch mal machen. Und 11.000 haben wir schon zusammen. So. Okay. Und das Haus ist schon wieder kaputt. Nee, halt, ich hab's jetzt nicht mehr reparieren lassen. Okay. Passt schon alles. Alles in Ordnung. So, du musst spielen. Und was noch? Musst du noch was anderes? Eigentlich nicht mehr, ne? Dann spiel du mal die Zuflucht. Bacalona, du musst bestimmt auch zocken. Ach, guck mal, ist schon abgeschlossen. Ach, weil er auch schon die ganze Zeit zockt, natürlich. Du zock... Ne, du gehst jetzt zocken erst, okay. Nimm alles zurück. So. Doma, was machst du da eigentlich so? Freundliche Interaktion. Gut gelaunt zur Arbeit. Tagesaufgabe. Was sind... Freundliche Interaktionen sind doch ganz normal. Einfach mal hier so. Im Herzen kommt das Kompliment. Schmeicheln. Tag verschönern. Ne, sowas, ne? Was? Unter Kommando. Plötzlich hat der Starspieler Alex ganz schön kommandiert. Soll er ihn darauf ansprechen oder einfach damit leben? Ach, damit leben. Plötzlich sich das widerliche Gehabe des Starspielers. Kriegt richtig miese Laune. Ah, das ist schlecht. Ja, ach, guck mal. 25% für zwei Komplimente. Komm, dann verschöner noch den Tag. Show erzählen. Über Spiel diskutieren. Kennenlernen. Guck mal, da sind wir schon bei 50%. Na, das läuft doch hier. Was ist mit der Kleinen? Hausaufgaben noch nicht begonnen. Machst du mal Hausaufgaben, Mädchen? Schäm dich. So. So, wunderbar. Dumme, das ist abgeschlossen. Das ist sehr schön. Möchtest du noch ein bisschen mixen lernen? Getränke mixen üben? So. Können wir weiter quatschen in der Zeit? So, das ist abgeschlossen. Dann kann er eigentlich hier mal so Programm, sein Videospiel weiter programmieren. Er hier ist auch abgeschlossen, dann würde ich sagen, bei ihm hier ist das Gleiche. So, dass die mal hier fertig werden mit ihrem Videospielen. Hier hinten ist nichts. Sie macht ihre Hausaufgaben, so ist richtig.
Dumme macht das. Ach, die ist jetzt wieder dieses komische Frittata. Was keinem schmeckt. Ich muss das mal aus dem Ding rausnehmen. Frittata und ab in den Müll. So. Ja, das schmeckt dir doch gar nicht. Dann lass es doch einfach gut sein. So. Sie hier. Sie übt noch ein bisschen Schreiben. Würde ich jetzt sagen, schreib ihm. Welche Stufe hat sie da drin? Stufe 5. Ja, da geht noch ein bisschen was. Wie weit ist sie eigentlich mit dem Kochen? Kochen 6. Okay, der muss auch noch ein bisschen was geben. Okay, Alex ist zurück und hat richtig miese Laune, ist richtig wütend. Was kann man dagegen tun? Unerreichbare Starspieler. Oh, nein. Komm, dann geh baden. Ein Schaumbad nehmen. Das entspannt. Ach, guck mal, der ist ja gar nicht mehr so angepisst. Ja, gut, natürlich bei so einer richtig schönen Wohnung. Will nur mal was gucken? Okay. So, sie müsste mal ins Bett. Das können sie eigentlich gleich tun. Es ist nämlich schon 9:30. Wie sieht's bei ihm hier aus? Gut, er muss ja immer erst 17 Uhr arbeiten. Er kann auch ruhig ein bisschen länger wach bleiben. Was ist mit ihm? Er muss um 14, hat aber frei. Was ist mit Jenny? Jenny braucht immer noch Logik und Fitness. Wie weit ist sie denn? Ach, guck mal, Malen und Kochen hat sie schon auf plus 10. Raumfahrttechnik, Logik, Fitness können wir nochmal gucken, ob wir die voll kriegen. Dann würde ich fast behaupten, mach mal einen Kaffee. Mach dir mal einen Kaffee. So, Alex, bist zu Hause. Kannst auch gleich mal aufs Klo gehen. Und dir was zum Essen schnappen. Aufgebrachte epische Wiederholungen machen. Okay. Von mir aus. Soll mir recht sein. Vielleicht beruhigt er sich ja dann wieder. Und er muss eh trainieren, daher ist es okay. Ach, guck mal, das ist wirklich so gestuft. Okay, es wird zusammengezählt. Was ist das? Sammelobjekt finden. Gemein zu jemandem sein. Dome kann das eigentlich aushalten. Was, du bist tollpatschig? Okay. Wusste ich nicht. So. Ja gut, ich habe ja gemacht. Stufe 7. Yay. Okay. Sehr schön. Ach, du sollst doch erst essen, mein Freund. Ess dich satt. Und was ist hier mit? Das ist hier so halb angefangen und steht hier in der Gegend rum, weißt? Jenny ist energiegeladen. Die kann dann hier energiegeladenes Training. Rakalona, der macht gar nichts. Doch, der geht jetzt was essen erstmal. Hast du schon fertig mit deinem Job? Habe ich jetzt nicht mitgekriegt, dass der... Okay, egal. Hier dauert es noch ein bisschen. Ach schön, die Kaffeemaschine ist kaputt. Kann hier eigentlich mal irgendetwas nicht gleich am zweiten Tag kaputt gehen? Er ist fit, sie ist fit. Lass mal die mal trainieren weiterhin. So, was ist mit dir?
Du machst dir jetzt auch einen Kaffee. Okay, das ist sehr schön. So, und du, gut, du brauchst jetzt alles. Du gehst jetzt aufs Klo. Danach isst du mal was. Alex. Du machst das hier mal weiter. Ich habe jetzt drei Stück davon im Inventar. Ich verstehe das nicht ganz. Ich lasse ihn einfach mal spielen. Keine Ahnung. Soll mir recht sein. Mach doch, was du denkst. Wir lassen die jetzt einfach mal hier so schnell laufen. Dome, wie geht's dir? Dir geht's eigentlich gut, aber du kannst trotzdem mal aufs Klo gehen, dann was essen und dann schlafen. Ich sehe gerade, Abendessen servieren. Halt! Jenny, du darfst jetzt hier noch ein bisschen machen und Alex. Okay, du kannst auf die Toilette gehen, ist in Ordnung. Es sei dir gestattet. Maxis hat einen Haushalt favorisiert. Ah, okay. Schön. Was interessiert mich das? Hä? Ich möchte das nicht angezeigt bekommen. Was soll denn der Quatsch? Da lädt man sich einmal was runter und schon kriegt man die ganze Zeit solche Anzeigen. Was interessiert mich das? Nichts. Sag ich dir, nichts interessiert mich das. So, der schläft. Die geht pinkeln. So wie das aussieht, ja. Machen wir mal hier rein. So. Warte mal, der ist schlafen. Der geht jetzt auch mal schlafen. Ach, guck mal, jetzt geht das Ding weiter. Schon wieder. Ich möchte das nicht angezeigt bekommen. Kann ich das nicht irgendwie ausmachen? Ich habe keine Lust, dass der mir jetzt alle 5 Minuten da irgendwas schickt, ne? So, Jenny, sie geht auch schlafen. Komm, dann gehen alle jetzt mal schlafen. Obwohl, sie kann das eigentlich, sie kann jetzt eigentlich noch ein bisschen trainieren, ne? Geht das hier in die Liste rein? Nein. Ich glaube nicht, dass sie das packt bis zur nächsten Stufe. Nein. Dachte ich mir. Dann gehst du jetzt aufs Klo. Und danach gehst du keinen Kaffee trinken, sondern schlafen. Kein Kaffee trinken, sondern schlafen. Kein Kaffee trinken, sondern schlafen. Hier einfach ins Bett rein. Was ist mit dir los? Bist du dumm oder was? Du könntest vielleicht noch duschen gehen und dann schlafen. Du musst gleich arbeiten, kann das sein? Geh nicht duschen. Leg dich noch ein bisschen hin. Das nervt voll. Kann ich das nicht ausschalten irgendwie? Ich möchte nichts melden, ich möchte einfach bloß. Vielleicht, wenn ich bloß hier bin. Oh, die Kleine ist wach. Nein, nichts essen. Nein, geht nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich es dann neu gestartet habe. So, jetzt kannst du was essen gehen. Geh essen. Sei lieb und geh essen. Du musst eh gleich in die Schule. Was ist mit dir, Dome? Du hast auch Hunger. Wann musst du arbeiten? Um 8. Also raus aus den Federn und schnell noch was gegessen. So, Dome in circa einer Stunde. Liliana, das interessiert mich nicht. Jenny muss doch auch gleich arbeiten, oder? Jo.
Alter, wie mir das jetzt so auf die Nerven geht, dass andauernd diese Meldungen kommen. Was machst du? Ach so, du holst dir bloß ein Buch, okay. Und setzt dich bei Liliane aufs Bett. Na klar, warum nicht? Ach doch, was du denkst. Hier ist alles kaputt. So, du gehst gerade arbeiten, Dome geht jetzt auch arbeiten. So, Rakalone, du gehst jetzt erstmal das hier reparieren, dann machst du hier sauber, dann gehst das hier reparieren. So, die sind durch. Du hast frei heute, gell? Noch, ja. Levelaufstieg, yay. Stufe 2. Sehr schön. Oh, brauchst du lange? Ich wollte gerade sagen, mach das doch mal fertig jetzt. So, was ist mit der Jenny? Was? Unerfahrener Agent, einer der jüngeren und unerfahrenen Agenten von Dome, wird auf einer gefährlichen Mission geschickt. Dome fragt sich, ob es nicht besser wäre, ihn zu begleiten, nur für den Fall. Er kann ihn entweder auf die Mission begleiten oder den Agenten seine eigene Erfahrung machen lassen. Begleiten. Leistungsverbesserung. Der junge Agent ist inkompetent und ohne die Unterstützung von Dome wäre die Mission in einer Katastrophe geendet. Die Agentur ist Dome dankbar fürs. Ach, sehr schön. So muss das sein. So, Jenny ist jetzt arbeiten mit einem sehr schlechten Status. Ja, gut, okay. Sie fühlt sich unwohl, aber das ist ja, das ist akzeptabel. So. Du bist hier noch am Bauen? Was ist mit dir? Du liest da oben so gemütlich. Dann kannst du doch mal den Tisch aufräumen. Und heute bist du dran mit Frühstück machen. Brunch servieren. Weil was ganz ausgefallenes Pfannkuchen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Wir hatten schon lange keine Pfannkuchen mehr. Ihn's nicht rumräumen, uff. So, sie kommt runter. Alex fühlt sich unwohl. Dann geh doch mal duschen da oben. Dafür ist die doch da. So, und wir haben eigentlich 11.000. Da könnten wir ja zumindest mal das Zimmer von Alex und Alex ein bisschen aufmotzen. Glaube ich. Könnten wir. Oh, die Matratze war hart wie Beton. Okay, wir gehen mal kurz nach oben. Na, der schläft aber noch. Alex, wie sieht's mit dir aus? Steh mal auf und geh was essen. Will ein neues Bett für dich kaufen. Zumindest mal das gönne ich denen. Ist doch. Warte mal, was ist das hier? Energie 10. Oh, natürlich. Ich kaufe jetzt ein Bett für 12.000. Allerdings hat der halt 10, 10, 10, ne? Also vom Prinzip her hätte ich das sogar fast schon lassen können. Weil so von der Qualität her ist das ja jetzt nicht wirklich viel besser. Kann ich das dann nicht? Ernsthaft? Okay. Dann eben nicht. Dann Deko ein bisschen vielleicht. Mal hier übers Bett. So. Hier so Tulpen hin. Klamotten. So.
Alter, was ist das? Spionage. Okay. Spionagesatelliten. Die kommen die. So, was können wir hier noch gebrauchen? Was ist das? Klautergeldautomat. Oh ja, warum nicht, ne? Vielleicht ein Bild oder sowas nur hier noch so rein. Da ist ein Bild. Aber vielleicht mehr Licht, ne? Warte mal. Licht. Beleuchtung. Wandleuchten allerdings. Wie sieht's denn aus mit dem hier? Ne, das ist schwach. Das auch, das ist hässlich. Puh. Schöne Wandleuchten haben die hier nicht. Das lohnt sich alles nicht. Nein. Nein. Ach komm, wir nehmen das hier. Das verkaufen wir. So. Dann nennen die ein bisschen mehr Licht hier drin. Das verkaufen wir. Das ist Blödsinn. Nun gut. Dann würde ich allerdings mal sagen, wir beenden mal die Folge, weil es ist ja auch schon wieder 26 Minuten Folge. Daher haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis auch, oh, guck mal das Bild noch. Ganz kurz. Voll schick. Okay, bis dahin. Tschüss.